Morgengrauen. Langsam erwachen die Berge aus ihrem Schlaf. Der Mond ist untergegangen. In den Niederungen liegt dicker weißer Nebel, aus dem nur die Gipfel aufragen. Wie viele Gebirge gibt es wohl auf der Welt, und jedes von ihnen hat seinen ganz besonderen Reiz. Fragt man einen Geschichtsforscher, was er über das Riesengebirge weiß, dann beginnt er von den geheimnisvollen Bergen im Norden Böhmens zu schwärmen, in denen einst Prospektoren auf der Suche nach Edelmetallen waren. Über Wildbäche, in denen einst Gold und Silber gewaschen wurde. Über längst vergessene Schächte, in denen Erz gehackt wurde. Und über Brennöfen, in denen das Erz verhüttet wurde. Er mag auch von tiefen und unzugänglichen Wäldern erzählen, in denen die Familien protestantischer Exulanten nach der Schlacht am Weißen Berge Schutz suchten. Über blühende, zum Himmel strebende Gebirgswiesen, auf denen Kräuterweiblein gebückt umherstreiften. Und über bewaldete Hänge, aus denen das Echo der Holzfällersägen widerhallte. Gerührt gedenkt der Historiker der verstreuten Berghütten, in denen einst Webstühle klapperten. Oder die Schleifscheiben der Glasmacher sangen. Der Winterabende, an denen Federn gerupft wurden und die Buben und Mädel mit offenem Munde den Erzählungen über den Rübezahl lauschten, der den Armen beizustehen pflegte. Fragt man die Geologen, erfährt man, dass das Riesengebirge ein seltenes Artefakt uralter Gebirge ist, die zu Zeiten entstanden, als an den Himalaya, die Alpen oder den Kaukasus überhaupt noch nicht zu denken war. Mit Erstaunen stellt man fest, dass all diese berühmten Gebirge um ganze 3 Generationen jünger sind, was heißt, dass die Schneekoppe für den Mount Everest so etwas wie ein liebevolles Großmütterchen ist. Man erfährt von der Millionen von Jahren alten kaledonischen und herzynischen Faltung, als sich die Erde aufbäumte, als sich Erdschichten gegen Erdschichten stemmten
und das Riesengebirge zackig in imposante Höhen aufragte, bevor es von der Unendlichkeit zu den weichen und rundlichen Wellen modelliert wurde, die uns heute so vertraut sind. Aber es geht nicht nur um die Achtung und Bewunderung der Geologen. Ließe man sich bei Streifzügen durchs Riesengebirge von einem Botaniker begleiten, käme man aus dem Staunen gar nicht wieder heraus. Er geleitet uns zu Orten, die von undurchdringlichem Knieholz bedeckt sind und zu tiefblauen Tümpeln uralter Hochmoore, in denen sich schon Vorzeitmenschen betrachtet haben mögen. Sicher zeigt er ihnen glaziale Relikte, die Eiszeitgletscher aus dem weiten Norden hierher transportiert haben. Die Moltebeere, die kleine lappländische Weide oder das liebliche Narzissenwindröschen, das auch Berghähnchen genannt wird. Man bekommt weite Wiesen mit gelb oder orange blühendem Habichtskraut zu Gesicht, die seit der Eiszeit Riesengebirgsluft atmen und sonst nirgendwo auf der Erde wiederzufinden sind. Dies alles sind Weltsensationen einer der floristisch artenreichsten Lokalitäten Europas, die von unserem Staat seit 1963 und vom polnischen Staat seit 1959 als Nationalpark geschützt sind. Zur großen Zufriedenheit eines breiten Kreises von Wissenschaftlern. All diese Botaniker, Entomologen, Ornithologen und Zoogeographen halten das Riesengebirge für ein seltenes Phänomen, ja eine lebende Schatzkammer von Mutter Natur, welche von den Leuten aus der Leitung des Riesengebirgs-Nationalparks wie ein Augapfel behütet wird. Ihre Mitarbeiter kümmern sich nicht nur um die ausgedehnten Wälder, sondern auch um deren schrittweise Umwandlung in artenreiche Pflanzengemeinschaften, die unabhängig von den Launen des Menschen sind. Der Besucher mögen wissenschaftliche Aspekte weniger interessieren und dennoch kommen auch sie mit dem Gefühl ins Riesengebirge, hier etwas Außergewöhnliches, etwas sehr Seltenes zu erleben. Die Schwärmer, die hierher kommen, um in diesem Revier der Schönheit und Poesie zu verweilen. Sie lassen sich von der monumentalen Öde des Bodenberges gefangen nehmen.
oder von der geheimnisvollen Atmosphäre des Elbgrundes. Sie stehen ergriffen vom nostalgischen Zauber der uralten Holzhütten an den Hängen der Berge oder vom hohen Himmel über den Flusstälern. Lassen sich vom Urwald auf dem Rehhorn mit seinen rheumatisch verkrümmten Baumriesen voller Porlinge zum Nachsinnen über längst vergangene Zeiten inspirieren. Nostalgisch beim Anblick der Wiesen, die weiß sind von blühenden Buschwindröschen. Oder sie werden für einen Augenblick Zeugen des Dramas der Gewalten über den Abgründen der Schneegruben. Das beruhigende Rauschen der Wälder die asketische Rauheit von Knieholz und Geröll Himmelsschlüssel, die sich ihren Weg aus dem Fels brechen, die unendliche Stille über dem stürmischen Wolkenmeer, das bleiche Skelett einer Bergkiefer, dies alles sind nur kleine Mosaiksteinchen, die sich im Herzen zu einem erhabenen Bild vereinen, zu etwas, was mächtig und unersetzbar ist, zur Liebe zu der Erde, die uns geboren hat.